Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, heute zu unserem Format Naturmedizin. Ich spreche heute mit Deutschlands wichtigsten Wasserexperten und wir reden heute über seinen Weg, wie er dazu kam und was ihn alles so bewegt hat, um sich mit dem Thema Wasser so in diese Tiefe zu befassen. Und ich freue mich heute sehr, dass er bei uns zu Gast wieder ist. Hallo, Erich. Servus, grüß dich Gott. Schön. Ich freue mich sehr, dass du heute da bist, vor allen Dingen, weil ich das Thema Wasser sowieso auch extrem spannend finde und die Menschen haben unglaublich viel Fragen zu dem Thema. Aber mich würde jetzt erstmal interessieren, wie dein Weg überhaupt so im Leben gelaufen ist. Gibt es das Lied, gell? My Way. Ja, genau. Das stimmt. Das hatte ich mal gespielt, als ich so einen gewissen Erfolg erreicht habe. Da habe ich das ganz bewusst gespielt und von Frank Sinatra. Mhm. Ja, der Weg ist im Prinzip für jeden nachvollziehbar. Also wir sind aus einem Bauernhof ausgesiedelt, aus dem Schwäbischen. Mein Vater war schon ein bisschen ein Evolutzer oder Revolutzer mit Flurbereinigung. Und da war ich halt das kleinste Kind von vieren. Mhm. Und da war halt, wir haben uns da praktisch aus dem Dorf befreit auf einen Einödhof. Und da gab es halt sehr, sehr viel Arbeit. Und ich war halt der kleinste Nachzögling. Und da war halt sehr wenig Zeit. Und ohne das je böse zu meinen, aber für mich blieb halt nur immer das übrig, was die Großen nicht tun wollten oder wo ich zu blöd mich angestellt habe und sowas. Und da war halt immer das Thema, mein persönliches Thema, das mich halt berührt hat. Franke, zu blöd, stell dich nicht so an, wir haben keine Zeit, weil wir müssen arbeiten. Also ganz, ganz normal. Habe ich mir aber zu Herzen genommen und geschworen, irgendwann werde ich mal groß und reich und berühmt und irgendwann werde ich mal ganz oben sein. Das war eigentlich so ein Motiv. Ich hatte da so ein Cover von Caroline von Monaco, habe mir gedacht, boah, das wird wahrscheinlich nie erreichen, aber irgendwie, das hat mich nie aus den Augen verloren. Irgendwann war es dann tatsächlich mal so weit, dass ich wirklich mit ihr am Frühstückstisch gesessen bin, in intimster, kleinster Runde mit Freunden, und habe ich gewusst, Wahnsinn, dieser Traum ist wahr geworden. Aber ich wusste natürlich nicht, was das für Welt ist. Die Träume sind wahr geworden. Also von reich, berühmt, bekannt und ja, alle küssen dir die Füße und so. Ja, und das habe ich dann erreicht mit 40 Jahren umeinander. Und zu meinem 40. war ich dann in der Serengeti gesessen. Ganz allein wollte ich, ein Privatflugzeug gemietet und bin da hingeflogen. Und dann habe ich aber gemerkt, das stimmt nicht, wer ich bin, was ich bin, das alles, was mich so motiviert hat, das bin ich eigentlich gar nicht. Aber du weißt nicht. Und da war ein Bild von mir. Und das Bild heißt die Niagara-Fälle. Du kennst es ja. Und da war so ein Film, der hieß zufällig Niagara. Da gehen die Leute, ich glaube, 5 Leute haben es je überlebt, die Niagara-Fälle runterzugehen. Aber ich sitze in einem Boot, habe die Ruder, tue die Ruder aber weg und ich kann nicht anders, als runterzufahren. Aber ich habe nur das Bild. Mhm. Was kommt, weiß ich nicht. Oder ich überlege, aber das war das. Und dann ist halt, sagen wir mal, alles kaputt gegangen. Ich war da in der Bauträgerei. Ich war in der Fußball-Bundesliga Vizepräsident. Und dann ist halt alles komplett kaputt gegangen. Familie, Firma, Fabriken, alles ist den Bach runtergegangen in einem lang, lang, langen Prozess. Heute weiß ich, es war ja nötig, damit ich die Lehre. Jeder Prozess im Leben ist oft so heftig, damit du es kapierst. Manche haben eine kleine Dosierung, bringt schon fast um. Und manche, so wie ich, die brauchen halt einen Vorschlaghammer, dass sie es irgendwann kapieren. Und dann bist du halt unendlich dankbar, so wie ich jetzt einfach unendlich dankbar bin. Und auf meiner Homepage bei Mr. Walter steht, ganz vorne dort steht Danke. Mhm. Und auch Danke für diejenigen, die mich beschissen und betrogen haben. Sie haben mir meine Werte gezeigt. Also ein Gedicht, und zwar immer die Katastrophe und dann die Seite, was sie mich gelehrt haben. Also und so habe ich gelernt, dass es Gut und Böse nicht gibt. Das ist eine Illusion. Das, was heute gut ist, wo ich mich freue, yes, kann ich hernach sagen, wie kann man nur so bescheuert sein, das zu tun. Und genauso umgedreht, wenn ich sage, oh je, so ein... Also Beispiel, ich wollte mal Präsident werden in der Bundesliga. 2013 bei 1860 habe ich kandidiert als Präsident. Dann habe ich mir gleichzeitig in Schliersee so ein Mehrfamilienhaus gekauft. Und als Präsident bin ich gnadenlos an die Wand gelaufen. Also da sind Dinge passiert, bis zur körperlichen Bedrohung. Und ich sage, das ist der falsche Film, aber leider bin ich der Hauptdarsteller. Und da bin ich wirklich gnadenlos
ja, an die Wand gelaufen oder gelaufen worden. Da habe ich gelernt, was ist Rufmord? Mhm. Gibt es sowas? Kommt die Tochter und sagt, Papa, du bist in der Bildzeitung auf Seite 1. Und dann habe ich aber gelernt, wie geht Rufmord mit Medien? Mhm. Und ich habe es nicht für Möglichkeiten. Ich habe es nicht geglaubt. Und heute bin ich erzählt, so tiefst dankbar, dass ich da vollkommen gescheitert bin. In dem Sinne, ich habe wahnsinnig viel Erfolg gehabt im Sport. Wahrscheinlich zu viel für diese Qualität von Menschen, ist wurscht. Aber heute bin ich nur dankbar. Und wenn ich die sehe, sage ich, super Jungs, ihr habt mir die Hölle beschert. Aber nur, je schwärzer die Nacht, umso heller der Morgen. Udo Jürgens hat das schöne Lied gesungen. Also wer nie verliert, hat den Sieg nie verdient. Es ist so, die Polarität ist ja noch da. Und so ist es eigentlich zu betrachten. Und dann ab dem 40. Lebensjahr habe ich gesagt, ja, was ist der Sinn des Lebens oder was? Und dann wurde ich natürlich elend beschissen und betrogen oder ich habe mich bescheißen lassen. Es ist, wie gesagt, gut und böse ist eine Illusion für mich. Und dann habe ich halt mich interessiert. Was interessiert mich wirklich? Und dann kam halt das Thema Wasser. Und das Interessante ist, du hast hier eine Kapelle stehen. Unter der Kapelle kommt Wasser raus. Ein Bründel nennt man das. Und wenn du die Kapelle wegtust, das habe ich im bayerischen Fernsehen gesehen, bei uns in der Nähe von Eversberg, dann hört das Wasser auf zu fließen, ohne dass das Wasser berührt wird. Aber wenn du nur die Kapelle wegnimmst, die ist ja nicht gegraben, sondern nur wegschiebst, dann kommt das Wasser. Da kommt kein Wasser mehr. Und dann, wenn du die Kapelle wieder drauf tust, kommt Wasser. Und das hat mich interessiert. Dann bin ich rein, habe das Wasser getrunken und es hat super geschmeckt, meine Kinder geknechtet, dass wir das bei Wind und Wetter, Sturm, muss man da mit dem Leiterwagen hinterfahren. Die haben gesagt, Papa, du spinnst total. Aber es hat mich interessiert. Und so kam das. Dann ging es weiter mit Edelsteinen. Und so bin ich diese ganze mit Wasserbelebungen. Und das war genau 1997. Also das ist jetzt 23 Jahre her. Mhm. Ja, 23 Jahre. Gebt mir das nicht aus dem Kopf. Und je mehr ich geforscht habe, umso größer wurden die Fragen, umso mehr wurde es. Und der Weg ist halt dann so, ich habe wahnsinnig viel Eigentumswohnungen gehabt, viel Besitz und viel gebaut und Immobilien gemacht. Also das Thema Wasser kam schon in der Zeit, wo du noch 97, erfolgreich warst. Seit 97. Wo noch alles sozusagen super. Ja, da super hatte ich noch Angestellte und da habe ich noch Millionen Projekte gemacht. Also im Jahr 2000 haben wir, glaube ich, 80, 90 Millionen Umsatz gemacht mit Immobilien. Aber der Kopf war immer, wenn ich ins Bett gehe, habe ich ans Wasser gedacht. Was ist das? Wasserbereitungsverfahren. Zum Beispiel so einfach Edelsteine. Mhm. Wie wirken die und warum? Wie Schauberger sagt, beim Vollmondnacht kommen plötzlich die Steine hoch. Mhm. Der Tanz der Steine, das war die Schauberger Lehre. Und das denke ich, das gibt's ja nicht. Und dann fragst du, forschst du. Und so ist es gekommen. Und dann habe ich begonnen, mit ein paar Wasserpionieren selber Anlage zu bauen. Und da bin ich gnadenlos an die Wand wieder gelaufen, weil nicht alles verkeimt war. Dann haben sich die Freunde wieder von mir gelöst, weil ich gesagt habe, es muss doch möglich sein. Aber immer Halbwissen. Immer hätte, dadi, wari. Also man hätte, sollte, müsste, könnte. Und dann war ich in meinem Keller, ohne Tageslicht, und habe da studiert und mir die Fragen gestellt. Aber es war halt wie eine Wanderung. Gehst zu den Edelsteinen als einfaches Beispiel, dann kommst du zur Verkeimung. Kommst von der Verkeimung, kommst du wieder zum toten Wasser, kommst zum lebendigen und so. Ja, und dann habe ich begonnen mit einer Dame, so Halbtagskraft, und dann viele Experimente gemacht. Meine armen Kinder, wie gesagt, die Besuche, dann haben wir Wasseranlagen natürlich geholt. Da war das ganze Haus unter Wasser zum Teil. Ehrlich, dann plötzlich mal bin ich in meinem Wohnzimmer, Gott sei Dank waren da Fliesen drin und da war wieder eine Wasseranlage geplatzt und so. Und dann ging es wieder bis in den Keller runter. Also eine Havarie nach der anderen, aber es hilft halt nichts. Und dann kann man entweder aufhören oder man sagt, ja warum? Und die Warum-Frage, das ist die Frage meines Lebens. Ich frage mich immer, warum? Also niemals verurteilen tut jeder, dass er sagt, das ist aber jetzt saublöd. Aber die Frage, warum passiert mir das? Wieso? Und so ist der Weg gewesen dann. Dann ging es natürlich weiter zu Wasserfirmen. Also die Immobilien, die sind dann schon immer weniger geworden und auch zusammengebrochen. Das heißt, eine Bank hat man Kredit gekündigt und dann kommt der Dominoeffekt. Dann kündigt die und die Banken haben ja nichts mit Rationalität zu tun. Also ich sage nur, Deutsche Bank weiß jeder, ein Megaplayer, dann kommt der andere Kasperl und sagt 25% Rendite und jeder denkt sich, was geht das so leicht, aber es wird befohlen, auf dem Papier kannst du Geld machen, bla bla bla. Also dann geht halt der Weg weiter, dass du zu
Wasservertriebsfirmen kommst und die versprechen dir natürlich deine Rente über Filterwechsel. Die sagen, ja, du hast jetzt eine Laufbahn, du beginnst mit so und so viel Prozent, dann hast du mal 10.000 Kunden und die 10.000 Kunden garantieren dir lebenslange Rente und drum verkauft es. Und dann habe ich halt so zufällig mal entdeckt, wie jemand kommt und sagt, hörst du, bist der Betrüger, das ist der Blödsinn, was du machst. Also nehme ich den wieder ernst, sage, warum sagt er mir das? Und dann komme ich halt drauf, dass die Anlage, die ich für 2.500 Euro mal verkauft habe, für 100 Euro im Internet findest, Private Labeling Welcome. Mhm. Und in dem Moment, wo ich das dem schreibe, aber meine E-Mail gelöscht sind, mein Account gelöscht ist, also komme ich da in Bereiche. Und da habe ich auch wieder eins lernen dürfen. Mein Sohn zum Beispiel hat gesagt, Papa, wie kannst du das machen? Schau dir den doch an oder schau die Leute an. Und ich natürlich Euphorie, machbar, Geld verdrängt. Und da habe ich ja gelernt, dass ich auf feinstoffliche Bereiche mehr schaue, dass die Leute. Aber ich habe jetzt schön mein Lehrgeld bezahlt und habe die Kunden natürlich nicht hängen lassen. Aber so ist halt die Welt und so ist es geworden. Und wenn du akzeptierst, dass das Leben ein Fitnessstudio ist, das heißt, du kannst am Widerstand auch wachsen. Du kannst auch eingehen wie eine Blüte oder du kannst sagen, okay, das gibt mir wieder Kraft und deshalb mein Danke auf der Homepage. Habe ich noch nie gesagt, aber das ist mir ganz wichtig, dass jede Seite auch eine gute Seite hat. Und der Bauer sagt, es gibt nichts Schlechtes, wo was Gutes drauf ist. Und so war der Werdegang von 1, 3 und dann habe ich mal gesagt, 5 Leute maximal. Mehr gibt es nicht, weil eine Handvoll kann ich immer haben. Und aus 5 wurden 10, 15, 20 und jetzt sind wir über 20 hauptberufliche Leute, aber keine Vertreter mehr. Keine, sondern alles aus dem Prinzip der Resonanz. Ich gebe da was, du kannst sagen, okay, schmeckt mir das? Ist es? Interessiert es mich? Und so wächst das Leben und so wachsen auch Beziehungen und so wachsen Geschäfte. Und so taugt es mir jetzt und so ehrt mich das, wenn du sagst, Deutschland ist bekanntester. Das hätte ich nie für Möglichkeiten. Mhm. Aber das Schlimme ist, alle wollen nur verkaufen und kurzfristiger Kohle haben und so. Aber so funktioniert die neue Zeit nicht mehr. Die neue Zeit heißt für mich persönlich Miteinander, Kooperationen, ein Baum. Und da ist so Leute wie Erwin Thoma zum Beispiel ein Vorbild, die kapieren, die dir sagen, pass auf, der Wald, das ganze Leben funktioniert nur mit Kooperation. Und wir sehen es ja in der Welt, was da jetzt los ist. Aber sagen wir mal, das ist so ganz grob mein Werdegang. Und das Schöne ist halt dann, kriegst halt Empfehlungen, Referenzen und dann schreiben mir auch manchmal Leute Dinge, wo ich mich einfach nur bedanken kann, wenn ich was nicht weiß. Ich weiß beim Wasser nur, dass es sensationelle Wasserforscher gibt. Leider können sie sich oft schlecht ausdrücken und noch leiderer, noch schader ist, dass sie auf ihrer Ecke bleiben. Aber mich interessiert das Ganze. Ich will was tun für die Leute, für die Menschen. Wir haben ungefähr 50.000 Wassersäufer, sage ich schon, weil die trinken nicht, die saufen schon. Die trinken richtig viel und da sind die Feedbacks. Und jetzt nach den ganzen Jahren kann ich sagen, ich glaube, dass das, was ich tue, sehr sinnvoll ist und mich begleitet die Astrologie seit 25 Jahren, habe mich davon beeinflussen lassen in dem Sinne und der indische Astrologe hat vor diesen ganzen Jahren zu mir gesagt, Erich, du musst was tun, was Idealismus und Materialismus verbindet. Also das Ideal habe ich mit dem Wasser und die Materie mache ich daraus. Das heißt, ich habe ein gut gehendes, finanziell gutes Unternehmen aufgebaut, dass ich auch investieren kann. Ich habe jetzt zum Beispiel für über 15.000 Euro wieder eine zellbiologische Studie in Auftrag gegeben. Das geht aber nur, wenn ich auch Geld verdiene. Also ja. Das ist nicht so. Und darum sage ich, aber auf der anderen Seite muss es entscheidend ist, bezahlbar, machbar, nachvollziehbar muss das für jeden sein. Und so ist es dann praktisch entstanden, dieser Aufbau von Mr. Water. Und halt immer, aus dem Prinzip, ob es feinstofflich und grobstofflich stimmt. Feinstofflich habe ich meine Damen, die sagen, hör mal, ich weiß nicht, was da ist, wie man halt lernt in der Kommunikation. Mhm. Die Frau sagt das Gefühl und die haben den besseren Überlebensinstinkt. Und wenn ich irgendwie mit einem Hirschen daherkomme, naja, und sage, Erich, pass auf, ich habe ein schlechtes Gefühl. Mhm. Dann brauche ich nicht nach Meinungen, aber und ich akzeptiere halt feinstofflich und grobstofflich als gleichberechtigt. Also, warst du früher dann in deinem ersten Leben, sage ich jetzt mal, eher grobstofflich unterwegs und bist dann durch diesen Fall? Grobstofflich. Ich habe schon gespürt natürlich, hatte immer ein gutes Gespür für Leute. Aber wenn du natürlich sagst, pass auf, du verdienst an dem so und so viel Geld, dann habe ich mich ja verleugnet. Darum ist ja alles zusammengebrochen, weil ein Teil war dann auch Verleugnung meiner selbst.
Das ist definitiv. Und drum wurde mir das alles wieder genommen, um mich jetzt, sage ich mal, einfach reich zu machen in jeder Hinsicht. Aber dieser Teil hat nicht gestimmt und das stelle ich halt fest. Also es gibt ja Leute, die haben mich wirklich gnadenlos übers Ohr gezogen, aber ich sehe, die haben unfassbar viel Geld, aber sie sind die ärmsten Hunde der Welt geblieben, weil, was haben sie? Keine Freunde, jeder sagt, was ist mit dem? Also, ich gönne denen von ganzem Herzen, weil sie haben ja sonst nichts. Und mehr wie 3 Schnitzel am Tag schaffen sie auch nicht, aber sie sind jetzt körperlich krank. Die sind so alt wie ich vielleicht, aber dann denke ich mir, schau dir den an, wie er ausschaut und wie er lacht und was er für Freude hat. Natürlich hat er eine Yacht und ein Haus und alles, aber es sind so arme Würstel, dass ich sage, nee, ich gönne es ihm von ganzem Herzen. Der hat es mich theoretisch ruiniert, aber er war mein Glück. Also, ich kann es nicht anders sagen. Jetzt sind natürlich schon einige von einige Existenzen jetzt bedroht. Viele verlieren natürlich ihre Unternehmen, müssen Mitarbeiter kündigen, ihre Existenz. Wie bist du da rausgekommen? Was hast du dir da für Werkzeuge geholt? Ich sage nur, Gott sei Dank, ich bin ein Profiteur dieser Angstmache. Ich habe gelernt und darum habe ich auch mit Bildern immer mehr, ich habe immer schon mit Bildern gearbeitet, aber ich bin nicht reingekommen, ich bin ein Profiteur. Die Leute haben uns überrannt mit ihren Fragen, sie kommen. Es ist the great awake. Es kann die Chance sein zum großen Erwachen. Weil ich sage, schau her, du bist in der Schweiz. Und wenn ich sage, die Schweizer, denen geht's eigentlich richtig gut. Die haben viel Geld, viel Verdienst. Die zahlen auch wenig Steuern. Mhm. Wenn ich schaue, was in der Schweiz an Steuern fällig sind, ja, wie geht das plötzlich? Aber Entschuldigung, die Schweiz muss nicht im Kongo den Frieden verteidigen. Warum? Was geht es uns an? Und wir und die Deutschen, die Rentner, die ehrlichen Leute, sage ich mal, eine Krankenschwester, auch ein Polizist, egal wie. Das sind ja vom Grunde ihres Herzens einfache, ehrliche Leute. Ich kenne viele Polizisten, die einfach glauben und die machen das. Ein Mann, ein Wort, ein Befehl. Männliche Energie, aber sie sehen ja, wie wir jetzt verarscht werden. Das ist ja unfassbar. Und jetzt ist die Zeit, wo wir die Chance haben, es ist ja noch nicht zu Ende, die Chance, dass wir sagen, nein, wir lassen uns nicht mehr so missbrauchen, wir gehen unseren eigenen Weg. Und das heißt halt, die Serie hilft dir selbst, sonst hilft dir keiner. Also du hast die Chance, aber du musst halt dann einfach manchmal Nein sagen, ich lasse mich nicht malträtieren. Und der Preis der Sicherheit, ich sage, wenn Beamte da sind, was die bezahlen oder nur damit sie ihr sicheres Einkommen haben, das ist ein unglaublich hoher Preis. Und dann wägen die Leute immer mehr ab. Und die neue Generation ist die Generation Y. Warum muss ich das tun? Bringt mir das wirklich was? Wegen 300 Euro mehr. Und früher gab es das nicht, nach dem Krieg. Augen zu, durch, lass dir alles gefallen, lass dich demütigen und die Zeit geht zu Ende. Und die Leute, die das heute jetzt noch spielen wollen, es sind ja nicht viele. Für mich sind es echt Verbrecher, die das jetzt initiiert haben. Das sind sie. Aber das wird auf Dauer nicht gut gehen. Oder ich bin halt nicht mehr dabei. Ich bin so unendlich dankbar für 75 Jahre Frieden nach dem Zweiten Weltkrieg. Und mein Vater war Rettungssanitäter in Stalingrad. Und ich habe auch schon ein paar Rückführungen gemacht, ganz ehrlich, in frühere Leben. Das funktioniert auch und da bin ich nur unendlich dankbar und glücklich. Und dieses Glück will ich verbreiten und weitergeben. Das macht mich glücklich, wenn der Kunde happy ist und wenn du super E-Mail kriegst. Und wenn du sagst, jetzt lass mal unser Wasser, jetzt trinken wir eine halbe oder ein Gläschen Rotwein oder machen eine Brotzeit oder ein veganes Essen. Genau. Also das ist für mich Reichtum. Ja. Und nach dieser Philosophie verfährst du natürlich auch mit deinen Kunden. Ich fand das so schön, weil du gesagt hast, wir telefonieren da nicht nach oder so. Weißt du, was so? Nee, die Kunden kriegen von uns so ein Messgerät. Für 4,95 € sind nur die Versandkosten. Dann schenkt man ihnen eine Wasseranalyse und da teste ich mal die Leitfähigkeit, Nitrat, Schwermetalle und schicke es ihnen zu. Und dann kriegen sie eine E-Mail, ja, sie können telefonieren mit uns. Aber niemals werden wir anrufen und sagen, ja, weißt du nicht und buy or die. Niemals. Mhm. Und dann schickt man ihnen nur 2 Liter Wasser zu und man sagt, ja, probier es einfach aus. Wenn es recht kratzt, frag warum, aber niemals belästigen. Und das ist halt, ich gebe was, aber so ist der Bauer, so entsteht das Leben aus dem Samenkorn. Und wenn es dann auf die Teerstraße fällt, es gibt ja Betondeppen, also Leute, die einfach zu sind, so, dann fällt mein Samenkorn nicht drauf, aber oft fällt es auf fruchtbaren Boden und es wird halt immer mehr. Und wir haben jede Woche immer Leute, die sagen, ja, also der Huber oder der Sepp, der hat das gekauft, aber wenn der Sepp das kauft, dann ist was Gutes. Aber mit dem Sepp habe ich 10-mal telefoniert,
diskutiert, warum. Und ich antworte immer per Sprachmeldung und mit denen tut es mich dann auch oft, weil ich sage, du, wir sind doch alle Brüder irgendwo, was soll denn das? Mein Dreizeuge ist Inder und ich habe Bulgaren, Türken, die ganze Welt bei mir irgendwo, aber es sind alles Menschen, mit jedem in Urlaub fahren würde. Mhm. Da ist keiner dabei und anderer kommt man nicht mehr in die Firma, wenn einer wegen dem Geldverdiener, nee, wir hocken zusammen, wir haben einen Spaß, aber jeder ist in sich einmalig, jeder Mensch hat was Göttliches, definitiv. Aber manche sind halt vom Schicksal her so verschüttet, und das sehe ich oft in der Astrologie, dass manche eben nicht packen, die kann ich dann nicht nehmen, aber wir haben auch ein paar dabei mit der zweiten Chance, und die sind die Riesen-Gaudi, weil die wissen, die kennen das Leben. Also, und darum die Illusionisten, Fantasten habe ich gerne, aber halt nicht unbedingt nur in der Firma, weil wir wollen schon was bewegen. Also bei uns wird richtig hart gearbeitet, aber halt mit Spaß, mit wahnsinnig viel Freude, und wir verarschen uns hinten und vorne, aber jeder ist halt, hat das Recht, einmalig zu sein. Und ja, das wird akzeptiert und respektiert. Und wenn das einer nicht macht, dann ist er nicht mehr bei mir. Das steht fest. Also ich sage einfach, na, haben wir hauptsächlich schon ein paar Trennungen gegeben, wo ich gesagt, das geht nicht, er passt sich nicht ein in unser Gesamtgefüge. Achtung, Respekt und das Thema Liebe, dass man anderen halt mag, wie er ist. Weil jeder ist, der eine ist ein Hirsel, aber man muss ihn mögen vom Herzen her. Das geht. Ja, schön. Tolle Philosophie. Ich glaube, die Zeit ist auch reif genau dafür jetzt. Ich sehe es als die neue Zeit. Wir kommen ja astrologisch in das Zwillingszeitalter. Ja, und Zwilling auch vom Luft, vom Wissen her, ins Wissenszeitalter. Wir gehen raus aus dem Steinbock-Zeitalter. Mhm. Da gibt es ja verschiedene. Das Zeitalter des Materialismus waren jetzt 150, 170 Jahre. Da gehen wir raus ins Luft. In der Luftzeichen, Wassermann ist ja auch eher Luftzeichen, also dass wir da rausgehen und dann kommt halt das Wissen. Weil bis jetzt kannst du dir alles kaufen. Ja. Mach einen Prozess gegen Coca-Cola, chancenlos, egal wie unrecht es ist. Lass die Leute verhungern in Afrika, lass sie verdursten in Amerika, vor die Hunde gehen, da schöpfen die ihr Wasser ab, du wirst keine Chance haben. Diese Zeit endet jetzt. Und das sehe ich als meinen Auftrag, den Leuten zu sagen, Leute, wehrt's euch. Heute habe ich ein schönes Bild bekommen, wie die Bauern einfach alles blockiert haben, die Autos haben die Straßen blockiert, wir sind mehr und wir lassen uns halt immer noch manipulieren von Medien. Und darum arbeite ich auch viel mit der Kraft der Bilder, aber auch diese Zeit und immer mehr wachen halt auf. Ich hätte es nie für Möglichkeiten, niemals, nie. Ich bin ja so ein Braver, ich war bei der CSU jahrelang und habe das alles geglaubt und jetzt, ich bin nicht nur bitter enttäuscht, sondern ich bin auch echt sauer, wie blöd man sein kann, für viele Politiker, wie blöd man sein kann, nur immer auf einen Kasperl zu hören, der sich schon erwiesenermaßen als völliger, wenn ich als Fußballtrainer 10-mal verliere und wenn meine Prognosen 100-mal nicht eintreffen, ja, dann tue ich ihn halt in eine Schreibstube rein. Da kann er vielleicht auch glücklich werden. Aber niemals, dass ich sage, ja, der hat sich zwar immer geirrt, aber das ist jetzt unser Experte, mit dem machen wir es weiter. Also da stimmt doch was nicht. Also es ist Blödheit, es ist Manipulation oder stehen dahinter noch Leute, wie der Horst Seehofer gesagt hat, diejenigen, die gewählt sind, haben nichts zu sagen und diejenigen, die das Sagen haben, sind nicht gewählt. So ist es, das ist so und darum schauen wir immer, make the best of it. Wir haben die beste Zeit ever, die je da war. Ja. Kein Krieg, gar nichts, aber der Dritte Weltkrieg findet für mich jetzt statt in den Köpfen weltweit. Ja. Es ist er, der ist da, weil halt so viele Dinge nicht stimmen. Naja, und jetzt kommt The Great Awake. Hoffen wir es und ziehen wir es durch. Ja, schön. Tolles Schlusswort. Ich freue mich auf weitere Interviews mit dir. Ja. Jetzt nochmal in die Tiefe zum Thema Wasser. Ja, klar. Aber vielen Dank für den tollen Überblick, deinen Weg. Super. Hilft dir selbst, sonst hilft dir keiner. Ja, ja. Danke schön, Erich. Gerne. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich hoffe, Sie hatten auch Spielfreude an dem tollen Lebensweg und der schönen Philosophie und das neue Zeitalter, in das wir jetzt reinkommen. Hoffen wir mal, dass es genau so läuft. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Bis bald. Tschüss.